Das wäre das Spiel und das hier ist der Mann, der es jetzt schon in Perfektion beherrscht quasi. Sebastian Kessemack, einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du bei uns bist. Danke, danke, dass ich hier sein darf. Ich habe im ersten Moment gedacht, du kommst mit dem Dortmund-Schal hier an, aber nein, das ist dein Meisterschaftsschal, richtig? Ja, also für die Dortmunder. Für die stellvertretend. Dortmunder. Komm mal hier. Das ist ja völlig in Ordnung. Geht's weiter in der Einschlag. Habe ich coolerweise geschenkt bekommen, habe mich sehr gefreut. Gestern eine Bayern-Tasse geschenkt bekommen, aber... Ach, du kannst die Bayern-Tasse einfach in den Schal einwickeln, wenn du sie zertrümmerst. Bist du Dortmund-Fan? Ja, ich bin Dortmund-Fan. Demis, hör mal auf mit dem Scheiß. Wickel dir den selber um den Kopf. Lass aber den Jungen in Ruhe. Jetzt warte doch, rede doch weiter. So, wir reden weiter. Du bist Dortmund-Fan? Demis, jetzt hör auf mit der Kacke. Mann, du bist Dortmund-Fan. Ja, ich bin Dortmund-Fan. Das ist schön für dich. Aber ich bin auch Fan von Autos. Ich wollte gerade sagen, wir kümmern uns aber eher um Autos. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest zwischen einem Bundesligaspiel Dortmund gegen Bayern oder einer exklusiven Runde Need for Speed Rivals mit den besten Drivern auf der ganzen Welt, was würdest du wählen? Ah, schwierige Frage, ne? Ich würde trotzdem hier hinkommen. Das wollen wir hören. Ich bin schon einige Autos gefahren im Sinne von, oder im Umfang von Need for Speed. Eine R8, ein Ferrari, ein Lamborghini. Und es ist schon ein geiler Kick. Das ist schon ein geiler Kick. Wo kommst denn du eigentlich her? 270 über die Autobahn ist schon... Wo kommst denn du her von? Aus Köln. Echt? Du kommst aus Köln? Ich komme hier, aus Köln. Ich kann quasi zum Messe laufen. Ach, guck mal. Ist ganz angenehm. Aus Deutsch? Kalk. Ah, optisch. Immer noch falsche Reihenseite. Macht gar nichts. Du bist derjenige, der für uns gleich mal exemplarisch, profimäßig dieses Spiel spielt. Ey, das kannst du schon mal anmachen. Ja, ich werde. Dauert ja ein Momentchen, bis es losgeht. Ja, so eine gefühlte knappe Minute. Jetzt, ich habe schon mal vorher aber jetzt angetestet. Erzähl mal so ein bisschen. Was bockt dich so krass an diesem Spiel? Und vor allen Dingen am Rivals. Hast du ja wahrscheinlich schon angespielt, richtig? Ich habe schon angespielt auf der E3. Schon ein bisschen her. Du warst da? Ich war auf der E3. Der Typ ist der Wahnsinn. Ja, war cool. Las Vegas, Los Angeles ist schon geil. Warum muss man da hin? Um da geile Karren zu fahren wie Ferrari, Lamborghini und R8. Ja, jetzt war das schon, heißt, war schon echt cool. Du hast also einen Vergleichswert zwischen der Gamescom und E3 und du stellst fest, dass wir hier in Köln einfach deutlich geiler aufgestellt sind. Auf jeden Fall. Ja. Allein die Zuschauer, gut. Die Zuschauernähe. Die 50 Euro kriegst du gleich. Die Zuschauernähe. Die Nähe zu den Zuschauern hast du schön ausgedrückt. Da ist es schon. Ja. Jetzt fahre ich die Polizei oder fahre ich? Das kannst du, glaube ich. Weiß ich nicht. Du fährst den Ferrari. Guck. Aber cool mit dem Schal. Auf jeden Fall passiert jetzt etwas, was mir persönlich echt schwer fällt. Ja? 5 Minuten die Klappe zu halten. Ja, das kann ich bezeugen. Musst du das jetzt machen? Wobei am Anfang dürfen wir, glaube ich, noch einen Moment. Moment, okay. Können wir noch? Der Amis kann noch ein bisschen salbernd dabei zugucken, schon wie geil das Auto in der Sonne glänzt. Tatsächlich leider gar nichts. Echt? Habe ich leider auch gemerkt. Leider ich stand in Köln an der Ampel mit dem Aston Martin, habe Mörm Mörm gemacht und die im Toyota daneben. Ja, weißt und du, das ist so... Du hast den Toyota genommen, ist klar. Echt, ey. Also da habe ich gedacht, du kannst heutzutage Frauen nicht mehr mit Autos Aber sei doch froh, dass du Frauen nicht mit Autos beibringst. Ja, ist ja gut, ich habe ja auch keine so eine coole Karte. Da glitzert halt so, ich finde es, ja, geht so. Ja, ja. Finde ich, geht so. Also Autos finde ich. Ich bin fasziniert von der Unterhaltung gerade, dass Janine nicht auf dicke Autos steht und du auch nicht. Es ist nicht so, dass ich mir jetzt unbedingt so ein Lamborghini holen würde. Das ist ein Ferrari, so, Alter. Was steht da? Ah, da ist das Pferd, Entschuldigung. Vorher war aber ein Lamborghini zu sehen. Nein, nein, das war die ganze Zeit schon ein Ferrari. In Amys Welt sind alle Autos Lamborghinis. Drück mal auf Play, damit mal was passiert, sonst redet der Mann sich hier um Kopf und Kragen überhaupt und den Beruf. Nicht. Oh. Ah, komm. Ja, oh. Okay, ab jetzt würde ich sagen, erzähl uns deine Emotionen. Was siehst du, was fühlst du? Ich fühle gerade ein bisschen Speed. Aber schon geil. Ich finde es gut ich habe schon andere Spiele gespielt und ich finde es gut, dass bei Need for Speed, dass man doch immer die Kontrolle behält. Das ist halt nicht so simulationslastig, es ist eher arcade-lastig und da habe ich irgendwie mehr Spaß dran, wenn ich super geil um die Kurve driften kann. Ohne Skill. Also ich bin halt nicht der super krasse Simulationstyp. Und für so einen Otto-Normalverbraucher wie mich kann ich hier auch super mit einem Ferrari um die Kurve driften. Und das Lamborghini. Da ist ein Pferd drauf. Kein Stier. Und er ist das sind Details, die sieht der Mann nicht. Glaub mal. Er hat auch einen Dortmund-Schal an. Er sieht gerade nur noch Dortmund. Also sehr cool. Und ich hoffe, das finden wir hier gleich noch Polizisten. Die uns verfolgen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht gehst du kurz auf die Neuerungen ein, die du bei Rivals entdeckt hast. So als sehr, sehr affiner Spieler. Was bockt dich an der Rivals-Version? Die Verfolgungsjagd mit der Polizei. Dass ich quasi meine Kollegen, die können einen Polizisten spielen. Das hatten wir auf der E3 auch.
Da konnten wir mit ein paar von unserer Crew konnten wir dann gegeneinander spielen. Der eine hat dann die Polizei gespielt, man selber hat dann Scheiße hier gebaut und ist dann die Rennen gefahren. Und der andere musste einen anschnappen, aber hat schon gut Bock gemacht. Natürlich ein bisschen einfacher für mich abzuhauen, als für den Polizisten mich zu rammen. Aber er fordert dann natürlich auch ein bisschen Skill und gibt natürlich auch viel mehr Punkte für den Polizisten, wenn er mich schnappt. Das möchte ich nicht. Weil ich möchte ja hier mit Speed richtig geil um die Kurven driften. Und grafisch echt schick geworden, muss man echt sagen. Hut ab dafür, dass hier in dem Wald einfach mal nichts ruckelt. Obwohl hier so viele Blätter und Bäume animiert sind, das ist echt... Da wären wir doch beinahe in den Gegenverkehr geraten. Also echt schick. Mal gucken, wo wir uns hier gleich hinbegeben. Im Hintergrund sehen wir schon die Berge. Und eigentlich müssten wir doch hier auch so eine Challenge starten können. Aber Polizisten sind heute wohl aus. Polizisten sind heute wohl alle im Urlaub. Die sind alle auf der Gamescom wahrscheinlich. Und wollen hier Rival spielen, wollen mal selber einen catchen. Das ist schon cool. Und ich liebe es ja bei Need for Speed. Oh, wow. Ja, da habe ich mein 1 Million Auto dann. Ja, mich schon gefragt, wenn das Ding endlich mal kaputt geht. Oh, hier können wir direkt eine Challenge machen. Challenge! Gegen den Gegner. Live im Spiel finde ich auch cool. Nicht so wie früher, dass man dann irgendwie warten muss und dann drücken muss. Kann man alles heutzutage live einfach im Fahren machen. Aber was ich wirklich an Need for Speed immer sehr geliebt habe, sind die Abkürzungen, so wie ich hier gerade eine nehme. Und hoffentlich gleich auch, ja, jetzt hier gerade keinen Jump habe, aber zwischendurch hat man immer diese Jump-Sprünge, wo man einfach so eine coole Slow-Mo hat und wo das Auto durch die Luft fliegt. Und das sieht schon fett aus. Das würde ich gerne mit meinem Auto in Real Life auch machen, aber das wird schwer.
das Feedback nach so gefühlten 20 Sekunden Gameplay? Also wenn ich jetzt gerade mal nicht die ganze Zeit durchgehend gelabert habe, dann konnte ich auch mich darauf konzentrieren, hier gegen meinen Gegner zu fahren. Und konnte jetzt auch mal einen coolen Sprung hier rausholen. Hab die Polizei am Arsch und dabei schon so ein Waze noch nebenbei. Das geht schon hart ab. Da geht einem schon die Luzi, wenn die Polizei am Arsch klebt und man gleichzeitig noch ein Rennen fahren muss. Ja, und dann auch noch gegen so ein Ding fährt. Und dann auch gegen eine scheiß Straßenlaterne fahren. Was ist mit der Strecke? Die ist neu, oder? Hier vorne die Strecke, jetzt bin ich gerade neu, wo hier sind überall Felder. Ist nicht mehr Waldgebiet. Wir sind jetzt hier so ein bisschen vorstadtmäßig unterwegs und ich versuche da vorne mal einen Gegner zu bekommen, gegen den wir fahren können. Aber man kann hier überall einfach gegen die orangen Punkte auf der Map fährt man ein bisschen langsamer nehmen und dann checkt das Spiel direkt, ey, ich möchte eigentlich gegen dich jetzt spielen. Komm schon. Genau, und dann Challenge und dann geht's direkt los. Und dann muss man gucken, oh, die Strecke wird hier gerade aktualisiert. Und dann muss man gucken, dass man hier wegkommt. Und mein Kollege, gegen den ich gerade fahre, der hat versucht, mich mit dem EMP noch auszunocken. Das ist natürlich frech. Aber Respekt, ja, Respekt mal lieber, vor der Polizei bist du auch gut weggekommen. Also falls ich mal einen Banküberfall planen sollte... Dann nimmst du mich mit. Aber nicht um... Ich möchte ehrlich gesagt nicht in echt mit dir Auto fahren. Nicht? Nee. Also wenn ich fahre, gerne. Aber ansonsten geht's so. Naja, wenn du so fährst, dann ist okay. Ja, ich hoffe, das Auto hält das dann auch aus, wenn ich da gegen eine Wand... Hör mal, so ein gesunder Ford Fiesta, der macht halt alles mit, kein Problem. Unverwüstlich. Genau. Oh, und das war's schon leider. Das war's schon. Aber schade, trotzdem hat es Spaß gemacht. Ja, es war sehr schön, dass du da warst und uns mit deiner Fähigkeit beeindruckt hast. Ich wäre bereits nach 2 Minuten mit 600 kaputten Autos raus. Am 19.11. erscheint's. Ja. Leute, du zählst die Tage runter. Ja. Ja. Ist leider noch ein bisschen... Wirklich. Ah. Aber absehbar. Ich wollte gerade sagen. Was machst du in der Zwischenzeit, wenn du schmachten musst? Ein bisschen FIFA spielen. Natürlich. Das ist eine wunderschöne Überleitung. Ein bisschen FIFA spielen. FIFA, da kommen wir nämlich jetzt auch zu. FIFA 14 Gen 3, ja, Generation 3. Darum geht's immer wieder. Alles neu, alles geil, alles immer noch FIFA, aber in bunt und bewegter als jemals zuvor. Und wir haben jetzt einmal kurz in 90 Sekunden zusammengefasst, alles, was total heiß und mega und super und scharf ist bei FIFA 14 Gen 3. Und? Nicht Borussia Dortmund, nein. Aber die großartigen Spieler des 1. FC Köln, der fast genauso erfolgreich ist wie Borussia Dortmund, haben sich hier auf der Gamescom zusammengesetzt, um eben FIFA 14 Gen 3 zu spielen. Und zwar waren das genau, warte hier, Timo Horn und Daniel Halfer. Jawohl, die waren da. Und alles das, was wir jetzt gerade eben blümerant umschrieben haben, gibt es in grob geschätzten 3,5 bis 6 Minuten zusammengefasst. Und zwar viel jetzt. Viel Spaß. Tschüss.